Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal mit einem Gebäude beschäftigen, das wahrscheinlich jeder von euch kennt, das aber im Schatten des Roten Schlosses und des Waldsteinhauses meistens ein bisschen links liegen gelassen wird. Es geht um den Bärenfang am Großen Waldstein. So viel bekannt ist zu seiner Geschichte tatsächlich gar nicht. Das muss man gleich am Anfang anerkennen und zugestehen. Aber wir können auf jeden Fall versuchen, uns auf eine kleine Spurensuche zu begeben. Und die beginnt im 17. Jahrhundert. Das erste Mal urkundlich erwähnt wird der Bärenfang nämlich im Jahre 1656. Er muss allerdings schon vorher gebaut worden sein, denn es ist in dieser Urkunde bereits die Rede vom existenten Bärenfang. Das heißt also, das ist der sogenannte Terminus Antequem, der Zeitpunkt quasi, vor dem etwas geschehen sein muss. So heißt es in der Geschichte, weil ja da immer alles auf Lateinisch gesucht werden muss. Und das ist jetzt natürlich spannend für uns, weil der Bärenfang dadurch in die Nähe gerückt wird des berühmten 30-jährigen Krieges von 1618 bis 1648. Der hat nicht 30 Jahre gedauert, sondern ein bisschen länger und es war auch nicht ein Krieg, sondern es waren mehrere Kämpfe, die aufeinander folgten mit wechselnden Kriegsparteien. Aber wurscht, man kennt ihn als 30-jährigen Krieg, deswegen nennen wir ihn jetzt auch so. Der endete damals im Jahr 1648 mit dem Westfälischen Frieden und der hat unsere Region sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Denn unser Markgraf hat sich damals nach langem Ringen auf die Seite der protestantischen Union gestellt. Er hat also den schwedischen König Gustav Adolf unterstützt und war damit natürlich auf der anderen Seite direkt an der Front zum Zentrum der katholischen Liga, das damals in Böhmen lag. Und dadurch war unsere Region eigentlich fast, ja, ich sage mal, im wöchentlichen Turnus in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Soldaten beider Konfessionen. Das war also für uns tatsächlich beides gleichwertig schlimm, wodurch am Ende nach diesen ganzen Kämpfen die Region teilweise fast menschenleer war. Wir wissen das beispielsweise aus Kronbach. Der Weiler muss einige Jahre lang komplett wüst gelegen haben, nachdem eben die Menschen vor dem Krieg geflohen sind. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass auf der anderen Seite die Natur, die Wildnis sich in diesen menschenleeren Gegenden wieder ausbreiten konnte, wodurch am Ende auch die wilden Tiere zurückgekehrt sind. Bären, Wölfe und Luchse. Und genau um derer habhaft zu werden, beziehungsweise eben um sie aus dem Weg zu räumen, nachdem die Menschen nach dem Kriegsende wieder zurückgekehrt waren, hat man jetzt in dem Fichtelgebirge insgesamt 3 Bärenfallen, Bärenfänge gebaut, von denen einer bis heute übrig geblieben ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, nachdem wir wissen, er ist im 17. Jahrhundert gebaut worden, ist natürlich die, wie er funktioniert hat. So ganz genau können wir leider auch das heutzutage nicht mehr sagen, aber es gibt eine sehr gute Vermutung von meinem lieben Freund Dr. Reinhard Schmalz, der sich das ganze Teil und die mögliche Konstruktion nochmal genauer angeschaut hat. Und dabei geht er davon aus, dass der Bärenfang an sich nach einem relativ simplen Prinzip funktioniert haben muss. Im Zentrum stand dabei ein Mechanismus, der an der Rückseite der Falle befestigt war, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man immer auf der anderen Seite dran vorbeiläuft, die aber durchaus spannend ist, sich einmal genauer anzuschauen. Da sind nämlich mehrere Löcher in die Granitblöcken vorhanden, die höchstwahrscheinlich dazu gedient haben, um dort verschiedene Teile des Mechanismus zu befestigen. Wie hat das Ganze jetzt funktioniert? Zuständig für den Bärenfang war am Anfang der Abdecker aus Fleißnitz, später der aus Hannerschreit, also hochdeutsch Reinersreuth. Und wenn jetzt ein Abdecker, also quasi ein Verwerter von Schlachtabfällen und Tierkadavern, dafür zuständig war, sich um diese Falle zu kümmern, dann zeigt es natürlich schon mal sehr, sehr gut, dass da drin nicht irgendein Honig oder sowas gelegen war, sondern eben ein Stück Aas. Ja? Honig, das ist so eine Legende, die man heute noch ganz oft hört, den hätten wir damals da gar nicht reinlegen können, weil der Honig einfach zu einer Zeit, zu der es noch keinen Zucker in diesen Massen gab, das einzige süße Mittel gewesen ist, das man kannte. Das heißt, der war schweineteuer. Nicht umsonst gab es in der Nähe von Münchberg mit Bienengarten, den Bienengarten, also eine eigene Zeitlerei, ja, die nur dafür zuständig war, Honig zu produzieren, den hätten wir da nicht zentnerweise auf dem Waldstall gekarrt, bloß um so einen Bären zu fangen.
Das will ich also, gehen wir davon aus, da drin lag ein Stück Aas. Dieses Aas hatte einen Haken in sich befestigt und der Haken führte dann über Seile und Eisenstangen durch die Wand durch, hinaus zum Mechanismus auf der Rückseite. Sobald jetzt also der Bär durch den Geruch des Köders angelockt die Falle betreten hat und an dem Köder rumgezerrt und rumgerissen hat, hat sich auch dieses Seil und das Stangenkonstrukt in Bewegung gesetzt und am Ende die Bewegung durch die Mauer nach außen zum Mechanismus übertragen. Der bestand höchstwahrscheinlich aus einem großen Zahnrad, auf dem eine Winde befestigt war. Über diese Winde lief jetzt ein Seil nach oben unter das Dach. Das Zahnrad ist unten mit einem Haken festgehalten worden. Ja, und der Haken wiederum, der war an der Stange befestigt, am Seil, das innen am Köder dran war. Das heißt also, reißt der Bär am Köder, zieht diesen Haken nach unten weg, das Zahnrad wird nicht mehr festgehalten und kann sich bewegen. Dadurch kann sich jetzt das Seil abwickeln, das nach oben unter das Dach des Bärenfangs geführt hat, wo noch über ein Rundholz wiederum zwei Seile die beiden Tore festgehalten haben. Das war alles miteinander verbunden. Soll heißen, sobald unser Zahnrad unten sich bewegen konnte, war auch dieses Rundholz frei und die beiden Tore konnten durch ihr eigenes Gewicht nach unten rauschen. Es gibt bis heute diese Aussage, dass man das Knallen der Tore angeblich bis nach Münchberg gehört haben soll. Ich weiß immer noch nicht, woher das kommt, aber Tatsache ist, es stimmt leider nicht, denn die Tore waren aus Holz, ja, aus Eisen, dass man da wirklich ein lautes Knallen hätte hören können, hätten wir die Tore damals gar nicht herstellen können, das wäre viel zu schwer gewesen. Es ist eher die Vermutung, dass der Abdecker aus Hannerschreit einfach regelmäßig mal aufgeschaut hat und wenn er gesehen hat, die Tore sind noch um, dann hat er den Köder ausgetauscht. Wenn er gesehen hat, die Tore sind runtergefallen, dann hat er entsprechend die nächsten Schritte eingeleitet, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Das heißt natürlich, dass sobald ein Tier schwer genug war, dieses Seil zu ziehen oder eben dann diesen Mechanismus auszulösen, die Falle entsprechend geschlossen wurde. Es gibt mehrere Beifänge, tatsächlich urkundlich erwähnt, unter anderem natürlich auch einmal kleinere Raubtiere, manches Mal auch wirklich Menschen. So jedenfalls erzählt es ja die Sage, dass auch einmal zwei Mönche auf dem Weg nach Sponnig in Bärenfang reingegangen sein sollen. Dann ist einer der Vorhänger geblieben an dem Saal, die beiden Tore sind runtergerauscht und sie mussten da drinnen einige Nächte bleiben. Das ist jetzt halt wahrscheinlich eher tatsächlich eine Legende, aber immerhin eine schöne Geschichte. Wenn jetzt halt ein Bär in der Falle saß, dann waren auf den beiden Stirnseiten, also die Tore, erst einmal unten. Er konnte nicht mehr raus. Spannend ist jetzt für uns, dass es noch ein drittes Loch, eine dritte Öffnung im Bärenfang gab. Und zwar ist die an der Längsseite in Richtung des heutigen Wanderwegs. Diese Öffnung war, sobald die Falle scharf gewesen ist, von innen mit einem Brett versperrt. Das heißt also, wenn der Bär dagegen gedrückt hat, dann hat sich dieses Brett verkantet und er konnte nicht raus. Ja? Wenn jetzt allerdings der Bär in der Falle saß und man ihn da rausholen wollte, dann hat man genau dieses Loch gebraucht. Denn von außen konnte man dann einen großen Käfig ranschieben, durch den Käfig durch mit einer langen Stange dieses Brett nach innen wegschieben. Das ging ja ohne Probleme. Und dadurch ist der Bär quasi dem Licht folgend in den Käfig reingelaufen und konnte abtransportiert werden. Die Tatsache, dass er, bis er aus der Falle befreit worden ist, teilweise mehrere Tage da drinnen bleiben musste, je nachdem halt, wann der Abdecker sich das nächste Mal umgeschaut hat, die führt dazu, dass in der Bärenfalle zum Fressen natürlich der Köder vorhanden war, zum Trinken aber unten am Boden auch wie ein großer Wassernapf installiert gewesen ist, damit der Bär diese Zeit da drin auch einigermaßen gut überstanden hat. Die einzige Frage, die bleibt, ist jetzt, warum eigentlich hat man den Bären lebend gefangen? Das ist deswegen so spannend, weil da wieder die große Politik mit ins Spiel kommt. Der Markgraf zu Brandenburg, Kulmbach-Bayreuth, hatte damals nämlich einen ganz eigenen Tiergarten. Den Ortsteil gibt es ja bis heute oder den Namen. Und in diesem Tiergarten, da wollte er natürlich auch die wilden Tiere seines Herrschaftsgebietes ausstellen, unter anderem also auch die Bären. Er hat deswegen die Bären regelmäßig von Leuten vor Ort, die mussten dann sogenannte Anspanndienste leisten, nach Bayreuth bringen lassen, um sie hier ausstellen zu können. Teilweise ging es sogar noch ein bisschen brutaler zu. Es wurden also auch sogenannte Bärenhatzen durchgeführt. Dabei ist der Bär an einen Pfahl gebunden worden mit einer Kette, konnte dann also nur ein bisschen sich bewegen und dann wurde er eben von Hunden oder anderen Tieren zu Tode gehetzt. Das ist an Grausamkeit eigentlich vergleichbar mit diesen unseligen Stierkämpfen in Spanien. Aber es hat halt damals den Hintergrund gehabt, dass der Markgraf damit zeigen wollte, dass er als absolutistischer Herrscher am Ende eben auch über die wilden Kreaturen der Natur bestimmen kann. Wenn er also sagt, der Bär muss sterben,
dann ist der Bär entsprechend zu Tode gehetzt worden und dadurch hat der Markgraf seinen eigenen Machtanspruch untermauert. Ziemlich dämlich aus der heutigen Sicht, aber damals im 17. und 18. Jahrhundert war es leider noch so, im berühmten Absolutismus. Der Bärenfang selber war 100 Jahre lang ungefähr in Betrieb. 1769 ist der letzte Bär des Wichtelgebirges von einem Vordorfer Jäger erschossen worden, weswegen die Vordorfer bis heute noch die Bären als Ortsnamen haben oder heißen. Und daraufhin ist die Falle höchstwahrscheinlich relativ schnell verwahrlost. Die beiden anderen Bärenfänge des Wichtelgebirges wurden abgerissen und somit ist alleine der am Waldstein stehen geblieben. Im 19. Jahrhundert kam dann ein Herr Schöntag aus Zell, muss ich zu meiner Schande gestehen, auf die wunderbare Idee, einmal die Frage zu stellen, ob man denn den Bärenfang Trümmner Waldstein überhaupt noch braucht. Weil es gibt keine Bären mehr, es steht bloß rum, er ist eh schon ziemlich kaputt. Also warum können wir denn den nicht abreißen und stattdessen die wunderbaren Granitblöcke, aus denen er gebaut ist, für den Bau eines Privathauses, nämlich natürlich dem vom Herrn Schöntag selber, in Zell verwenden. Das Ganze ist schon so weit gegangen, dass man kurz davor war, einen Bärenfang an den Herrn Schöntag auf Abbruch zu verkaufen. Dann kam Gott sei Dank der Forstmeister Otto aus Spanegg auf den Trichter, hat von dieser ganzen Aktion mitbekommen und hat gesagt, um Gottes Willen, wenn der Bärenfang verkauft werden sollte, dann ist er allzeit dazu bereit, immer mehr zu zahlen als der Höchstbietende, um damit sicher gehen zu können, dass der Bärenfang an Ort und Stelle stehen bleiben darf. Und so haben wir es tatsächlich diesem Herrn Otto zu verdanken, dass wir heute den einzigen Bärenfang seiner Art in Deutschland, eventuell sogar Europas, ganz eventuell sogar der ganzen Welt bei uns im Fichtelgebirge stehen haben. Fakt ist auf jeden Fall, er ist ein Bau- und ein Jagddenkmal und damit sogar doppelt geschützt. Und er weist eben bis heute in eine Zeit zurück, in der die Menschen noch nicht in dieser Sicherheit leben konnten, wie wir sie heute kennen, sondern in der man eben tatsächlich auch hin und wieder mal mit einem Bären zu tun hatte. Eine ganz spannende Frage, die mir oft gestellt wird, jetzt noch zum Schluss als kleines Anekdötchen. Man kann sich jetzt natürlich nicht unbedingt vorstellen, dass das Ding tatsächlich funktioniert hat. Aber wir wissen, dass immerhin um die 22 Bären, plus minus, in dieser Falle in den 100 Jahren gefangen worden sind. Das heißt also, im Durchschnitt so alle 5 Jahre hat man doch einmal einen Bären da reingebracht. Und das alleine war dann wirklich den Aufwand und auch das Geld wert, die Falle wieder für die nächsten Jahre instand zu setzen. Also funktioniert hat er tatsächlich, wenngleich eben nicht zu so großen Zahlen, wie wir vielleicht heute teilweise annehmen würden. Wenn ihr das nächste Mal auf dem Waldstein seid, dann schaut euch den Bärenfang gerne mal vor Ort an und betrachtet ihn insbesondere eben auch in Anbetracht der Waldsteinburg und des Waldsteinhauses als einen Teil des wunderbaren Gesamtensembles, das sich oben am Waldstein befindet und das eben ganz, ganz toll in die Vergangenheit und in das 17. Jahrhundert zurückweist. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Servus und ade dabei.